Auf geht's. Mit wem sprechen wir zuerst? Sprechen wir zuerst mit der Brutstätte. Genau. Vielleicht hat die Brutstätte was Spannendes zu erzählen. Guck mal, ich kann die angucken. Nur ein Auge. Nafashs Brut lebt wieder als Teil des Schwarms. Als die Protoss zugeschlagen haben, hat sie sich in die Eistäler zurückgezogen. Die Protoss jagten sie. Ich bin verliebt. Sie war schlau, vorsichtig und zäh. Doch sie machte einen Fehler. Sie rannte davon. Bitch. Kann ich nochmal über Brutstätte. Guck mal, unser dickes, was auch immer. Ich nenne es jetzt mal Haustier. Haustier. Komm, wir sprechen. Lazara. Von Außerirdischen zu Außerirdischen. Was machen eure Leute hier? Wir erforschen diesen Mond. Ob die Rotation verändert, sein Klima verbessert werden kann. Versteht ihr nicht? Wir sind nur Kolonisten und ihr tötet uns. Ja. Und wenn ich dich leben lasse, rufst du die Goldene Armada und sie werden mich töten. Tausende töten, um euch selbst zu retten? Wie könnt ihr das rechtfertigen? Ich rechtfertige nichts. Es gibt kein richtig oder falsch. Deine Leute haben Milliarden von Zerg getötet. Unser aller Hände sind von Blut bedeckt. Vielleicht klebt an meinen mehr als an deinen. Aber letzten Endes sind wir beide Mörder. Ach, Zerg, die bluten noch nicht. Die haben komische Substanzen, die aus den ihren Körpern fließen, so wie das hier. Und hier, was hier runter tropft und der Schleim und sowas. Ah, da ist es wieder! Yay! Dreicheln! Yay! Was hast du zu erzählen? Die Jagd verläuft also gut, meine Königin? Natürlich. Sie ist blutig. Diese Protoss würden dich töten, wenn sie könnten. Sie sind keine Zerg, also sind sie der Feind. Ist das wirklich so einfach? Natürlich! Für die Zerg ist es das. Bei all dem Verlust, den meine Königin erfahren hat, denke nur daran, was sie gewonnen hat. Die Reinheit der Wesenheit. Du bist der Wille der Zerg. Yeah! Jo! Jo! Evolutionsgruppe. Ja, lass mich mal. Warte mal. Lass mich mal Luki tun. Da ist sogar unser dicker Freund. Das ist ja wunderschön. Mutation verfügbar. Was kannst du denn? Jodwasserstoff. Galle. Erhält plus 8 Schaden gegen leichte Ziele. Ein Anstieg von 50%. 8 Schaden extra ist schon 50%. Er erhält plus 3 Panzerungen und das ist auch schon 50%. Ah, ne, wenn die unter 50% fallen. Schaben können sich im eingegrabenen Zustand mit voller Geschwindigkeit fortbewegen. Renegationsrate im eingegrabenen Zustand verdoppelt. Ja. Nö, wir sind trotzdem bei Angriff. Was man schneller tötet, das kann einen nicht schaden. Genau. So, und hier lassen wir den Angriff drinne und. Ah, ja, unser Freund mit dem schlechten Satzbau möchte mit uns reden. Jo. Dampfen. Was ist das für ein Geräusch? Fehlgeschlagene Experimente. Umwandlung in Biomasse. Langsamer Prozess. Beende wenigstens zuerst ihr Leiden. Verschwendete Mühe. Kreaturen sterben bald. Schmerz irrelevant. Genau. Wenn du solche Sachen sagst, Abatur, erinnere ich mich fast an dich und ich werde böse. Wut, Produkt von Adrenalin. Stressreaktion, direkte Bedrohung. Keine Bedrohung für dich, keine Wut. Das werde ich selbst beurteilen. Jo. Ja. So, das war's schon wieder. Ich möchte bitte das Ei berühren. Ach ja, warum sollte man denn helfen? Das ist doch scheißegal. Guck mal, wir können in unser Zimmer. Ich hoffe, dies es ist gemütlich. Ist deine persönliche Kammer. Hier kannst du deine Nervenbahnen fokussieren. Das willst du doch drin und lassen, deine aktiven Fähigkeiten ändern. Wenn du stärker wirst, erwachen in dir neue und mächtigere Fähigkeiten. Hier kannst du deine aktiven Fähigkeiten nach Belieben ändern. Das Angriff fügt dir am Ziel normalen Schaden zu und springt dann auf Gegner in der Nähe über. Fügt bis zu 4 zusätzlichen Zielen 10 Schaden zu. Gegner am Zielgebiet werden 3 Sekunden lang betäubt und erleiden in diesem Zeitraum 30 Schaden. Das ist ja langweilig. Mach mal Kettenreaktion, wa? Ja. Oh je, das hier und das. Das kommt dann wahrscheinlich später. Das. Nein. Nein? Nein. Oh. Und was ist das Missionsarchiv? Oh. Wow. Holy moly, Mitsubishi. Reden. Die Protoss versuchen immer noch Shakuras über unsere Anwesenheit zu unterrichten. Sie bereiten all ihre Shuttles vor, um sie durch ihr Warp-Netzwerk nach Shakuras zu bringen. Ja, das verhindern wir. Jawohl. Direkt auf die Fresse hier.
Wir haben uns da nichts getan, aber kriegen trotzdem auf die Fresse. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So sieht's aus. Meine Zähne bohren sich in dein Fleisch. Nee. Ja, warum? When I get this feeling, I want sexual healing. Lade! Lade schneller. Du hast den Tipp nicht gelesen. Ja, du bist auch dran, also musst du sie lesen. Ist mir doch egal, du liest die Tipps. Nein, ich sehe das nicht. Guck dir da, nimm den Kopf, geh näher dran, liese durch. Ich kann nicht lesen. Das ist mir doch egal, lies trotzdem. Versuch's wenigstens. Fernkampfeinheiten sind gut darin, ihre Angriffe auf ein einziges Ziel zu konzentrieren. Nutzen Sie diesen Vorteil, wenn Sie etwas schnell zerstören wollen. Boah, du hast recht, ich kann es nicht lesen. Ja, du hast definitiv recht, denn das war mehr Sprachdurchfall als alles andere. Muss man halt können. Ja, du kannst es ja eben nicht. Ja, deswegen ja. Dann lese ich die Tipps ab jetzt. Gut. Nö, du liest trotzdem. Es macht mir Spaß. Was steht da? Bliebige Taste drücken. Die Protoss bereiten all ihre Shuttles für einen Start vor. Eine Warp-Verbindung. Auf der anderen Seite kann ich Millionen Protoss spüren. Shakuras. Yeah. Wenn auch nur ein Shuttle es hindurch schafft, wird es in Reichweite von Shakuras gelangen. Das darf nicht geschehen. Wir sollten sie vernichten. Nein, das würden sie bemerken. Wir können nur versuchen zu verhindern, dass ihre Shuttles die Verbindung erreichen. Na, fast Hydranisken. Abatur, nimm ihre Essenz in den Schwarm auf. Hydralisk wiederhergestellt. Metamorphose von Larve. Ich brauche mehr Hydralisken, um diese Shuttles zu vernichten. Ja. Jo. Dann bauen wir uns da halt eine Wohnsiedlung. Guck mal, man sind die schnell mit Wohnsiedlungen. Die können denken. Die können denken. Das kommt nicht oft vor. Haben wir denn hier. Warum buddelst du dich denn nicht ein? Buddel dich doch mal ein. Wir sollten mehr Hydralisken erschaffen, um die feindlichen Lufteinheiten auszuschalten. Mein Bandwurm! Boah, kam endlich raus. Ja. Mein Bandwurm wird wandern. Pass auf, dass er nicht bei dir landet. Geh mal dahin. Da du noch nicht kotzen kannst, bist du zu nichts nutze. Wo sind denn die Arbeiter? Wo sind die Arbeiter? Such dir einen Job. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Ah. Real? Real? Was macht der da? Meine Königin, die Protoss haben einen Shuttle entsandt. Es befindet sich auf dem Weg zu einer Warp-Verbindung. Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wir werden das Shuttle zerstören. Du hast ja zu Janisch zu sagen. Verstehst du? Warte mal, wo platzieren wir den? Hier, alter Beulen, verbreitet euch. Ach man, überall diese lebende Essenz am Boden. Ne? Das macht einem richtig Hunger auf mir. Ja, ich hab Hunger jetzt. Da bleibt die Sprache weg, ne? Ja. Geh stiften, was ist das denn? Klick ist tot, Klick ist tot, Klick ist tot! Nein. Nicht wegrennen! Ja! Was ist das? Was ist das? Eine Warp-Verbindung. Uiui. Ah, ich verstehe. Tust du gar nicht. Da! Kommt ein Shuttle geflogen. Ich soll's wirklich zerstören. Nein, lass ich durch. Bist du dir sicher? Ich bin nicht wirklich sicher. War nicht meine Mission, irgendwas damit durchzulassen oder so? Ja. Kiri, gehen. Geh mal dahin. Die wollen frei sein. Click it! Click it. Bam! Wie im echten Leben. Sind direkt am explodieren. Los jetzt. Ich höre. Will die auch Lust anbauen? Nein, ich glaube nicht. Ich muss ausprobieren. Ich glaube, kein Bohnenheit an. Ein Protoss Shuttle hat das Warp-Tor erreicht. Es muss. Was muss es, hä? So, lass mal endlich mal hier so ein paar. Overlord. Oh, Overlord soll ich mal. Overlord. War ein bisschen viel, wa? Ja. Hydralisk. Schieb mal keine Panik. Panik! Attention, attention. 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 Boah.
Ich hab dir voll gegeben. Wenn du deine Mama bin. Ach, der kann sich auch rauspullen. Ja. Egal was es sieht eklig aus. Hatten wir es nicht schon geklärt? Alles bei dem Zerg sieht eklig aus. Greift den Schwarmstock an. Unsere Shuttles müssen entkommen. Gerade hinaus. Ihr werdet dieser Eiswelt niemals entkommen. No escape. There is no way you can win. Oh, der ist voll verpufft. Komm, wir bereiten uns mal zu den hin. Meine Königin, die Protoss sammeln biologische Proben und bewahren sie in diesen Stasiskammern auf. Wo ist die Stasi? Zerstören wir die Lager und beschaffen uns die Biomasse. Hier ist irgendwo die Stasi, da drinnen werden Sachen aufbewahrt. Da und da. Oh mein Gott, was die Stasi alle so hat. Weißt du, was ist hier? So, das ist der Alterbeul. Der Alterbeul. Hier ist Edith. Er hat keine Freunde. Wo bleibt er denn? Oh, yay. Juhu. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle auf den Weg gebracht. Dieses Schiff wird von Kampffliegern eskortiert. Ihr könnt uns nicht alle aufhalten, doch. Kerrigan. Naja, ich bin der Meinung, möglich ist alles, wenn man sich nur anstrengt. Ja. In der Tat. Auch hier lang. Das ist ja wunderbar hier. Dann zeigen wir ihm mal unsere Gastfreundschaft. Da bricht alles auseinander. Hab kaputt gemacht. Kann der Bandwurm auch noch umspringen? Oh, guck mal, da ist eine Fessung, die da reinnehmen kann. Ey, du Arschkopf! Hat der einfach meinen Bandwurm zerstört? Was ein Arsch. Ja, warte, dann habe ich hier mal Ex-Freunde, weil die sollen mal ein bisschen Luftabwehr hier bauen. Oder eher gesagt, zu Luftabwehr mutieren. Nee. Komm, das ist mal so frei. So. Hier geht mal hier runter. Zeig ich dir mal, wie nett wir mit Außenseitern umgehen. Außenseiter. Das ist Rassismus. Der ist anders als wir. Den machen wir kaputt. Ja. Das hat alle irgendwie zu 5 oder zu 6. Ja, im echten Leben. Das ist Gruppenbildung. Dieser Schwarmcluster gehört jetzt dem Schwarm. Ich sehe auch ein Schwarmcluster, wa? Oh mein, holy moly. Ein weiteres Shuttle hat ein Warp-Tor erreicht. Oh. Das war auch nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich angreifen, aber das hat sich ja nicht. Kontrollpunkt Reach! Kontrolle! Hier noch einen hinstellen, den Wurm, den machen wir dahin. Und hier ist mal aufbauen. Die Protoss bereiten einen Angriff auf unseren Schwarmcluster. Nein! Böse Protoss! Feinsitz! Mach Platz! Du bist denn böse? Böse. Wo greifen die denn an? Unsere Drohnen werden angegriffen. Mensch, wie will die getting attacked? Vom Very Evil Bösartigkeit. Ich glaube nicht, dass er das alleine schafft. Ja. Ha, dann mache ich ihn ein bisschen zerdrücken, in die Luft zermanschen. Nee, das ist aber nur das Schwarm. Wieder weggeflogen. Mann, bist du evil. Make more babies! Make more! Need more minerals! Nee, make this minerals. Here, you can go to was auch immer das ist and make it ein bisschen kaputt. Die Stasi kaputt machen. Stimmt. No! Der ist really strong, Stasi! Ja, aber nicht. Stronger German people. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle gestartet. Nee. Es bewegt sich auf einen unbekannten Ort zu. Sie aktivieren mehr Warp-Verbindungen. Ich spüre zwei weitere. Große Menge an Biomasse.
Nützlich. Kann Schwarm verbessern. Habe ich jetzt schon eingesammelt? Ja. Oh mein Gott, der ist coming from here. To here. I mean. Oh no. He is coming to this position. For really strong attacking. Muss man verhindern, du? Really much enemy Gegners. That's a little bit evil. Schwer. Ja, a little bit, a bisschen evil. Schnell, place is at this position. Position. Pole position. Die Polenposition. Oh no. Das ist die Pole position. So, das sieht doch very good. Beautiful aus. Beautiful. Beautifully. Oh mein Gott! There are the aliens again. Aliens. They wanna attack my friends. Attack them! Why are you so mean? No, let me go at this place. Have fun with slime. Ooh. Hey, they have bases. A basis. That's not very pretty. Go! Get some alien bitches! No! Nom nom nom. Kicking ass, motherfuckers! Ein Shuttle hat die Warp. Da hat sie nicht mehr zu sagen. Ein Shuttle hat die Warp. Das muss erstmal reichen. Ja.